Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zukunftsnah, dem Magazin für Perspektiven und Regionalität der Stadtwerke Jena Gruppe. Haben Sie eigentlich eine Vorstellung davon, in wie vielen verschiedenen Berufen die Stadtwerke ausbilden? Nein? Kein Problem. Wir verraten es Ihnen. Die Stadtwerke Jena Gruppe ist nämlich nicht nur ein großer Arbeitgeber, sie bildet auch in 18 verschiedenen Berufen aus. Einer der Auszubildenden ist Tim Wenzel. Er will Elektroniker für Betriebstechnik werden. Wir haben ihn einen Tag lang begleitet. Der Arbeitsalltag eines angehenden Elektronikers für Betriebstechnik wie Tim Wenzel ist vielseitig. Gegen Ende der Ausbildungszeit spielt sich nun, wie auch im späteren Berufsalltag, der überwiegende Teil der Arbeit an der frischen Luft ab. Dabei müssen oftmals auch mehrere Gewerke zusammenarbeiten, beispielsweise bei Arbeiten an Erdkabeln. Diesmal musste die korrekte Durchtrennung einer unterirdischen Stromverbindung überprüft werden. Die Lage und der Zustand des Kabels werden bei dieser Gelegenheit in einer elektronischen Datenbank vermerkt. So können die Elektroexperten ablesen, auf welchen Kabeln Strom fließt und wo genau sie verlaufen. Und das trägt enorm zur Sicherheit bei. Ganz wichtig ist, wenn man irgendwo in elektrische Anlagen mit reinkommt, dass man wirklich nicht irgendwas anfasst, sondern immer nur gucken und wenn, dann fragen, ob man da genauer hingucken kann und ob man sich das daran nähern darf oder nicht. Während seiner Ausbildung konzentriert sich Tims Aufgabenbereich erst einmal auf das Kontrollieren und Dokumentieren. Freileitungen müssen regelmäßig im Abstand von 2 Jahren überprüft werden. Tim achtet dabei auf den Zustand der Strommasten, mögliche Äste, die in die Leitungen hängen und ob alle Klemmen festsitzen. Nach der erfolgreichen Ausbildungszeit und einer bestandenen Prüfung darf er dann auch den Strom schalten. Ein Höhepunkt, auf den sich der 20-Jährige schon jetzt freut. Aber auch die gemeinsame Zeit mit seinen Arbeitskollegen ist für Tim eine Bereicherung. Also am meisten Spaß macht mir eigentlich immer die Arbeit mit den Kollegen in der Firma, da man da die meiste Abwechslung hat. Man muss nicht den ganzen Tag am Tisch sitzen und Aufgaben lösen, sondern kann halt draußen arbeiten, was an der frischen Luft. Das macht Spaß. Also das Begeisterndste ist eigentlich später dann die Berechtigung zu haben, den Strom schalten zu dürfen. Was dann, ja, dafür brauchen wir halt eine spezielle Ausbildung dafür und das ist schon das Begeisterndste. Bis es jedoch soweit ist, muss Tim noch ein wenig Theorie pauken. Die Grundlagen, die den Azubis im Ausbildungszentrum in Erfurt vermittelt werden, müssen sie dann auch in der Praxis anwenden können. Dazu gehört zum Beispiel, wie man ein Notstromaggregat wartet. Bei vorübergehenden Stromunterbrechungen werden die dazu genutzt, die Zeit zu überbrücken und weiterhin Strom an die Haushalte oder Betriebe zu liefern. Tim muss dafür alle Leitungen auf Bruchstellen oder sonstige Auffälligkeiten überprüfen und testen, ob die Sicherungen an der Netzersatzanlage funktionieren. Auch der Stand der Tankfüllung wird kontrolliert, denn schließlich läuft das Aggregat mit Treibstoff. Der Stoff, der Tim Wenzel antreibt, ist die Aussicht auf eine feste Anstellung in seinem Wunschberuf. Also geplant ist es soweit, dass ich auf jeden Fall für ein halbes Jahr erstmal übernommen werde. Und danach wird sich dann entschieden, wahrscheinlich wie ich mich angestellt habe, ob es dann weitergeht oder nicht. Ich hoffe, dass ich mal in der Firma übernommen werde und ja, dann hier arbeiten darf. Dabei wusste Tim noch nicht immer, dass er einmal Elektroniker werden will. In einem Bewerbungsgespräch bei den Jenaer Stadtwerken bewarb er sich eigentlich auf den Ausbildungsberuf des Mechatronikers. Als ihm jedoch der Beruf des Elektronikers für Betriebstechnik vorgestellt wurde, war er sofort überzeugt. Man könnte fast sagen, der Funke ist einfach übergesprungen. Pünktlichkeit ist ja bekanntermaßen eine Tugend und das ist auch beim Jenaer Nahverkehr so. Auf die Straßenbahn oder den Bus müssen Fahrgäste dank des dichten Fahrplans nie lang warten. Umgekehrt warten Bus und Bahn aber auch nicht unbedingt auf die Fahrgäste und die sind dann natürlich sauer, wenn sie nicht mitgenommen werden. Aber warum fährt die Straßenbahn eigentlich los, obwohl noch jemand mit möchte? Dies beantworten wir Ihnen in unserer Rubrik Sie fragen, wir antworten. Wer die öffentlichen Verkehrsmittel nutzt, kennt die Situation. Man ist spät dran, kommt zur Haltestelle gerannt und drückt den Türöffner. Die Bahn fährt aber los. Für den einzelnen Fahrgast ist das natürlich immer ärgerlich. Der Fahrer will zu Spätkommende damit aber nicht bestrafen. Vielmehr geht es ihm um die Pünktlichkeit im ganzen Liniennetz. Die Straßenbahnen und Busse fahren noch nach Signalen nach. Bei Straßenbahnen ist es natürlich hauptsächlich nach Signalen nach. Das heißt, es gibt Haltestellen, die mit Signalen nach ausgerüstet sind. Und das heißt, die Straßenbahn fährt in die Haltestelle ein, die Signalen nach registriert das. Und dann hat man zum Beispiel ungefähr 20 bis 30 Sekunden für den Fahrgastwechsel. Und wenn dann noch ein Fahrgast gerannt kommt und die andere aber schon freischaltet für die Straßenbahn, muss er auch fahren.
Der Hintergrund ist der, wenn die Straßenbahn nicht fahren würde, würde die Anlage wieder gesperrt zeigen. Der Straßenbahnfahrer könnte nicht weiterfahren und er würde praktisch ungefähr 1,5 bis 2 Minuten an der Signalanlage stehen, bis er wieder eine Freifahrt bekommt. Durch das Warten auf die nächste Ampelphase würde sich die Bahn verspäten. Der Fahrplan ist jedoch sehr eng getaktet. So fahren beispielsweise die Bahnen auf der Kombilinie 1 und 4 alle 7,5 Minuten in der Hauptzeit und alle 10 Minuten in der Nebenzeit. Am Tag sind trotzdem nur 10 Fahrzeuge auf der langen Linie unterwegs. Die Linie 5 fährt mit 7 Bahnen alle 6 bzw. 8 Minuten. Bei Verspätung wird es dann schnell richtig eng. Verändern sich die Zeitabstände zwischen 2 Bahnen einer Linie, kann es passieren, dass die eine völlig überfüllt ist und die nachfolgende nahezu leer hinterherfährt. In bestimmten Streckenabschnitten kann sogar der gesamte Fahrplan aus den Fugen geraten, wenn sich bereits eine Straßenbahn verspätet. Wir haben auch eingleisige Streckenbereiche, das heißt, auf jeder Linie, die wir hier im Streckennetz Jena haben, gibt es lange und kurze eingleisige Streckenbereiche. Das hat zur Folge, dass die Fahrzeuge, die verspätet in den Streckenbereich einfahren, die Verspätung an das andere entgegenkommende Fahrzeug weitergeben. Das heißt, wir haben dann nicht nur ein Fahrzeug, was verspätet ist, sondern würden die ganze Linie durcheinander bringen, im schlimmsten Fall. Die Fahrer müssen sich daher an den Fahrplan halten. Sprinteinlagen sind nicht nötig. Denn wer es nicht rechtzeitig zur Haltestelle schafft, muss sowieso nicht lang auf die nächste Bahn warten. Liebe Zuschauer, haben auch Sie Fragen, die Sie den Stadtwerken schon immer stellen wollten? Dann schreiben Sie uns einfach eine Mail an redaktion@jenatv.de, betreff zukunftsnah. Wir werden diese Fragen aufgreifen und in den folgenden Sendungen beantworten. Die Stille im Grün zu genießen, das fällt den Jüngeren unter uns eher schwer. Aber mit den Jahren sehnen wir uns doch alle nach der Möglichkeit, sich ab und zu völlig dem Lärm zu entziehen. In einer Großstadt wie Jena ist das zugegebenermaßen nicht immer einfach. Etwas leichter haben es nun Senioren, die sich nach Ruhe mit Nähe zur Natur sehnen, aber gleichzeitig auf die Nähe von Jena nicht verzichten wollen. In Blankenhain hat Jena Wohn ein Wohnzentrum gebaut, in unmittelbarer Nähe zu Schloss, Kirche und Krankenhaus. Die ersten Bewohner sind bereits eingezogen. Wir haben uns in unserer Rubrik Wohnen in und um Jena vorab mal einen eigenen Blick verschafft. Malerisch ruhig, etwas westlich von Jena und südlich von Weimar liegt Blankenhain. Auch wenn das Leben in großen Städten nur wenige Autominuten entfernt ist, lebt es sich in Blankenhain beschaulich. Rund 6.500 Einwohner hat die Kleinstadt, die vor allem im Zentrum einen besonderen historischen Charme ausstrahlt und trotzdem mit der Zeit geht. Die Gemeinde von Bürgermeister Klaus-Dieter Kellner hat in der jüngeren Vergangenheit durch Sanierungen, beispielsweise von Schloss mit angrenzendem Park, und durch Bauprojekte, beispielsweise eines Hotels mit Golfplatz, neues Leben eingehaucht bekommen. Der recht hohe Altersdurchschnitt und die jahrelange Zusammenarbeit mit der größten Thüringer Wohnungsgesellschaft Jena Wohnen haben nun zu einem weiteren Projekt geführt, zur neuen Seniorenwohnanlage mitten im Herzen der Stadt. Wir haben sehr dörfliche Charakter, wir haben 23 Ortsteile. Die Leute haben große Bauernhöfe zum Teil. Die jungen Leute gehen weg, die Älteren sind da, sind teilweise darauf angewiesen, irgendwo Wohnraum zu finden, weil sie ihre Gehöfte nicht mehr bewirtschaften können. Und da ist einfach die Notwendigkeit, sowas zu schaffen. Und warum sollen Leute, die hier ihre Wurzeln im Blankenhain haben, nach Kranichfeld, Erfurt, Weimar, Jena gehen, dass man ihnen hier Alternativen bietet, dass sie hier vor Ort bleiben können. Das Angebot richtet sich aber natürlich auch an Nicht-Blankenhainer, die sich nach ein wenig mehr Ruhe und Abgeschiedenheit vom Lärm der großen Stadt sehnen. Abgeschiedenheit heißt in diesem Fall aber nicht abgeschnitten sein, denn wichtige Anlaufpunkte für das tägliche Leben, gerade im Alter, sind in unmittelbarer Umgebung, weil das passende Grundstück für die Wohnanlage schnell gefunden war. Es gibt Flächen und es gibt Entwicklungspotenzial und es gibt vor allem einen Bedarf auch im Bereich Neubau an Wohnungen. Und so sind wir auf die Idee gekommen, uns zu engagieren und stehen jetzt hier mitten im Zentrum von Blankenhain. Direkt vor dem Schloss, hinter uns der Markt und die neue Seniorenwohnanlage. Es ist etwas gemütlicher, es ist etwas ruhiger. Aber die Lage hier, die ist richtig toll, weil man sozusagen in dem Dreieck vom Schloss, Kirche und Krankenhaus direkt am Markt im Zentrum von Blankenhain wohnt. Und die Attraktivität liegt vielleicht eher in der Beschaulichkeit, weniger in dem Großstadtgefühl. 35 Ein- bis Dreiraumwohnungen, die speziell auf Bedürfnisse von Senioren abgestimmt sind, bieten ein barrierearmes Leben. Zu den Wohnungen im Erdgeschoss gehören kleine Terrassen. Die über einen Aufzug erreichbaren Domizile in den Obergeschossen bieten dafür einen noch etwas schöneren Blick auf Blankenhain und seine grüne Umgebung. Die Qual der Wahl haben die Bewohner auch bei der Frage, ob und wie viel Hilfe von außen sie in Anspruch nehmen wollen. In der Anlage ist eine Tagespflege integriert.
Wir sind sehr froh, dass wir mit der Diakonie einen Partner gefunden haben, der hier vor Ort präsent ist. Das ist ein ganz klarer Vorteil für diejenigen, die hier eingezogen sind. Die können hier einziehen, im besten Alter. Und wenn sie dann auf Hilfe angewiesen sind im Pflegebereich, können sie im Haus Unterstützung dazu buchen. Es ist also keine Verpflichtung, bei der Diakonie etwas zu buchen. Es ist ein zusätzliches Angebot. Ganz kurzer Weg, man kann eine Runde gehen, kann Bescheid sagen, man kann auch im Haus anrufen und sagen, jetzt brauche ich mal Hilfe. Man kann es aber auch ganz regelmäßig buchen. Es besteht aber keine Verpflichtung dazu. Unabhängig sein, solange es geht und bei Bedarf vor Ort Hilfe bekommen können. So kurz und knapp lautet das Prinzip der Wohnanlage für Senioren von Jena Wohnen in Blankenhain. Mittendrin im Leben also. Und wem dann doch einmal nach Großstadttrubel ist, Jena ist schließlich nur einen Katzensprung entfernt. Die Freiluftbadesaison ist gerade zu Ende gegangen. Und ehrlich, bei diesem fiesen Herbstwetter will ja auch kein Mensch mehr draußen baden. Zum Glück gibt es in Jena mit dem Galaxy eine gute Alternative. Ein Highlight des Bades ist natürlich das Wellenbecken. Aber wissen Sie, wie die Wellen entstehen? In unserer Rubrik Wie funktioniert eigentlich, haben wir uns für Sie mal schlau gemacht. Wenn einmal in der Stunde das Wellenbecken in Gang gesetzt wird, kommt im Galaxy ein kleines bisschen Meeresfeeling auf. Jedoch ohne den Salzgeschmack im Mund oder den lästigen Sand in der Badehose. Um zu verstehen, wie die Wellen erzeugt werden, muss man eine Etage tiefer gehen. Denn die Anlage zur Erzeugung der Wellen befindet sich im Keller des Galaxy. Sie sieht eigentlich relativ unspektakulär aus. Außer einem dicken Rohr, einem Schaltschrank, einem Kompressor und einem Ventilator ist erst einmal nicht viel zu sehen. Wenn die Maschine jedoch mit der Arbeit beginnt, macht sie einen Höllenlärm. Rund 120 dB, das entspricht in etwa der Lautstärke einer Disco oder einer Kettensäge, schlagen dann auf die Ohren. Die Gäste bekommen davon aber nichts mit, da der Raum entsprechend schallgedämmt ist. So einfach die Konstruktionsweise der Anlage aussieht, so einfach ist auch das Prinzip der Wellenerzeugung. Im Wellenbecken befinden sich unterhalb der Wasseroberfläche vier sogenannte Wellenkammern. Diese sind mit dem Druckluftsystem, also dem dicken Rohr, über Klappen verbunden. Wird eine der Klappen geöffnet, strömt Druckluft in die Wellenkammer und presst das Wasser in den unteren Teil des Beckens. Dadurch wird die Wasseroberfläche nach oben gedrückt, wo sie sich zu einer Welle wölbt. Durch das Schließen der Klappen gelangt keine Druckluft mehr in die Wellenkammer, das Wasser kann in die Wellenkammer zurückfließen. Durch diesen Rückfluss entsteht das Wellental. Das Wellenbecken im Galaxy hat vier solcher Wellenkammern, die paarweise, also Kammer 1 und 2 zusammen und Kammer 3 und 4 zusammen, abwechselnd angesteuert werden. Dadurch entsteht die Schaukelbewegung des Wassers. Je nach Einstellung werden pro Minute 40 bis 80 Wellen mit einer Maximalhöhe von 50 cm erzeugt. Anders als bei anderen Systemen besteht im Wellenbecken des Galaxy nicht die Gefahr, dass ein Badegast in die Wellenkammer angesaugt wird, da die Wellenbewegung ja durch das Herauspressen der Luft entsteht. Trotzdem sind vor den Kammern Schutzgitter und eine Sicherheitsleine angebracht. Zudem sind bei jedem Durchgang zwei Bademeister anwesend, die im Fall des Falles sofort eingreifen können. Außerdem haben sie die Möglichkeit, die Anlage mit einem Notstopp unverzüglich anzuhalten. Grundsätzlich wird die Anlage von einem Bademeister gestartet, der das Geschehen im Blick hat. Über ein Steuergerät kann er zwischen vier Programmstufen wählen. Bei Stufe 1 werden die wenigsten und niedrigsten Wellen erzeugt, bei Stufe 4 die meisten und höchsten. Welche Intensitätsstufe gewählt wird, hängt ein bisschen davon ab, was für Badegäste im Becken sind. Wir sagen mal, die Stufe, wenn viele junge Leute drin sind, wollen mehr Spaß haben, mehr Fun haben, nehmen wir die 4. Sind ältere Leute, nehmen wir bloß die 2. Das Wellenbecken bietet also sicheren Spaß für alle, unabhängig vom Alter. Liebe Zuschauer, jetzt haben Sie die Möglichkeit, attraktive Preise zu gewinnen. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist folgende Frage richtig zu beantworten. Wie hoch können die Wellen im Wellenbecken des Galaxy maximal werden? Antwort A 25 cm, Antwort B 50 cm. Zu gewinnen gibt es einen Gutschein fürs Galaxy im Wert von 50 Euro. Ihre Antwort senden Sie bitte an aktion@jenatv.de unter dem Betreff Zukunftsnah. Einsendeschluss ist der 15. November. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Jena ist eine Stadt der Vereine. Mehr als 250 Vereine engagieren sich ehrenamtlich in vielen Bereichen des sozialen, sportlichen und kulturellen Lebens und tragen dazu bei, dass Jena und die Region lebenswert bleiben. Die Stadtwerke Jena-Gruppe unterstützt die Arbeit vieler Vereine. In unserer Rubrik Vereint engagiert werden wir Ihnen regelmäßig Vereine vorstellen, die in Jena und Umgebung aktiv sind. Beginnen wollen wir mit den Kapuzjener. Der Rollstuhl-Basketballverein, dessen erste Mannschaft ja auch schon in der ersten Bundesliga spielte, hilft bei der Inklusion von behinderten und nicht behinderten Kindern durch Sport. Zu Beginn der Trainingsstunde bilden alle Kinder und ihre Trainer einen Kreis. So kennt man es auch von anderen Teamsportarten. Das stärkt den Zusammenhalt und das Gruppengefühl. Unter den Teilnehmern beim Rollstuhlbasketball sind sowohl Rollstuhlfahrer als auch Fußgänger. Doch sie alle sitzen in einem Rollstuhl. Schließlich sollen die Voraussetzungen für alle gleich sein. Für die Kinder und Jugendlichen ohne körperliche Behinderung ist diese Umstellung aber kein großes Problem. Und die Begegnung auf gleicher Augenhöhe fördert ganz nebenbei das Verständnis füreinander. Rollstuhlbasketball ist halt auch eine Teamsportart. Ja, es ist sehr telegen. Also wir haben Rollstuhlbasketball ist massentauglich. Man kann das sehr gut auch im Fernsehen zeigen. Und es ist natürlich sehr inklusiv. Das heißt also, bei uns ist es erlaubt, dass auch Fußgänger im Rollstuhl sitzen und die können mit uns Sport zusammen treiben. Und das macht es für uns manchmal sehr einfach. Und es ist auch einfacher, da quasi Kinder, die keine Behinderung haben, zu integrieren. Und das macht das Miteinander unter den Kindern einfach wesentlich einfacher. Die Verständigung und da spielen Behinderungen auch gar keine Rolle mehr. Die Fußgänger unter den Kindern benötigten nur eine kurze Eingewöhnungszeit an den Rollstuhl. Denn Kinder lernen schnell. Beim Training kann man die Rollstuhlfahrer von den Fußgängern schnell nicht mehr unterscheiden. Eine Herausforderung bleibt der Rollstuhlbasketball dennoch, da nicht nur das Fortbewegungsmittel die Aufmerksamkeit erfordert. Beim Rollstuhlbasketball ist die Koordination der Hände, dass man quasi den Ball und den Rollstuhl koordinieren kann. Das Rollstuhlfahren erlernen Kinder relativ zügig, weil sie doch sehr bewegungsfreudig sind und das erlernen möchten. Ja, aber dann die Koordination mit Ball und dann auch den Rollstuhl in die freien Räume zu bewegen. Und das ist dann nicht so einfach und das stellt die Schwierigkeit dar. Im Fußgängerbereich läuft man halt mit seinen Beinen zum Korb und braucht nur den Ball zu dribbeln. Und bei uns muss man halt die Arme zum Dribbeln nehmen und halt auch den Rollstuhl anzutreiben. Und das ist das Schwierige an der Sache. Für die Kinder steht der Spaß am gemeinsamen Spiel immer im Vordergrund. Für das Basketballtraining werden allerdings spezielle Rollstühle benötigt. Dabei ist der Verein auf Spenden angewiesen. Auch in diesem Punkt unterstützen die Jenaer Stadtwerke. So können die Junior-Kapuz ausgelassen toben und in verschiedenen Spielen ihre Fähigkeiten trainieren. Denn die Spezialstühle sind extrem robust. Bei den Spielen ist für jeden etwas dabei, auch wenn die jungen Teilnehmer ihr Hobby aus verschiedenen Gründen betreiben. Weil man dann im Rollstuhl fährt und weil man dann auch viele tolle Spiele macht. Und meistens beim Cups, da gibt es immer was Leckeres zu essen. Dass wir auf die Körbe spielen. Weil Leonie hier ist und mein Bruder. Dass wir auf die Körbe werfen. Und dass wir spielen. Dass wir ganz neue Dinge lernen, was wir mit dem Rollstuhl alles machen können. Lars Christing sieht im gemeinsamen Spiel besonders die Chance, aufeinander einzugehen, Rücksicht zu nehmen und die jeweiligen Stärken zu nutzen. Für die Zukunft der Kapuz wünscht sich der Vereinsvorsitzende vor allem eines. Dass wir alle gesund bleiben und dass wir das weiter auf dem Niveau mithilfe der Stadtwerke und anderen Sponsoren, die wir noch haben, weiter so auf dem Niveau machen können. Weil wir haben sehr viel Freude an unserer Arbeit und die ist auch sehr wichtig, weil viele Kinder doch in ihrem, gerade die behinderten Kinder in ihrem Freizeitbereich oder in der Schule, weniger Sport treiben. Und da ist es ganz wichtig, dass sie wenigstens einmal in der Woche hier bei uns richtig gefordert werden und sich austoben können. Das schätzen auch die Eltern, die ihren Nachwuchs kräftig anfeuern. Für die etwa 30 Kinder und Jugendlichen ist dieser Sport die perfekte Kombination aus Freunde treffen, sich auspowern und die eigene Geschicklichkeit verbessern. Und was könnte schließlich schöner sein, als das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden? Liebe Zuschauer, das war die aktuelle Ausgabe von Zukunftsnah. Wenn Sie mögen, sehen wir uns Ende Dezember wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.